Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Turnierbericht. Und heute reden wir über die Sneak Peek von Flames of Destruction, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat und wo ich teilgenommen habe, einmal in Olli Spielecenter am Freitag zu der Mitternachtssneak und am Samstag zu der regulären Nachmittagssneak im Blitzplatz in Itzehoe. Und ja, das ist der erste Turnierbericht von zwei diese Woche. Die nächste folgt am Donnerstag. Ich habe mir dieses Wochenende, gib mir die Peitsche-Wochenende quasi gegeben. Drei Events quasi hintereinander und halt noch ein größeres Event am nächsten Tag. Wir reden heute über die Sneak Peek und am nächsten Tag oder am Donnerstag dann halt über Ollis Großturnier. Und ja, wie ihr schon vor euch seht oder vor mir seht, haben wir hier die Matte von Flames of Destruction. Und das hat den Grund, dass hat irgendjemand von uns tatsächlich das Ding dann irgendwie ranbekommen. Wer und wie und warum, werde ich euch heute in diesem Video erklären. Es ging halt los am Freitag mit der Mitternachtssneak bei Olli. War diesmal etwas entspannter, war jetzt nicht so viel. Vor allem, weil wir jetzt nicht die anderen Läden zur Verfügung haben, um mehr Spieler einzunehmen. Irgendwie reinzupacken, hatten wir jetzt nicht so viele Spieler. Wir hatten halt 43 angemeldete Spieler. Und die Pulls, die waren ziemlich gut. Ich habe ja die eine Secret Ready Vampire Sucker gezogen, habt ihr gesehen. Und also das Deck selbst von der spielerischen Stärke war jetzt nicht so nice. Ich hatte nicht den Tinwinkel und so. Ich habe diesmal tatsächlich einfach mal meine Decks mal abfotografiert. Da könnt ihr mal die Decks sehen, die ich gebaut habe. Aus den zwei Sneaks, wie ich es halt zusammengestellt habe. Die entsprechenden Pulls seht ihr ja, glaube ich, in dem Opening-Video selbst, welche Karten ich da gezogen habe. Und das war halt so ein okayes Deck. Habe dann halt erste Runde gespielt. Ja, das war mal eine Erfahrung. Die war nice. Das ist so eine Sache, die man so oft vermisst in einem Hobby. Und das ist schön, wenn man halt mal irgendwie sowas auch nochmal miterleben darf, wenn alle anderen halt immer so durch das Game Trübsal blasen. Es war eine richtig lustige Erfahrung, die will ich halt einfach mal mit euch teilen. In der ersten Runde habe ich mich hingesetzt und gegenüber von mir saß eine Spielerin, die keine Spielerin war. Sie war einfach nur da, weil sie mit ihrem Freund da war und sie konnte sich halt anmelden, damit ein paar extra Booster halt abgesahnt werden können für das Event, sodass die halt vielleicht eine größere Chance haben, ein paar gute Karten zu ziehen oder Karten, die sie halt eventuell brauchen. Saß da total gelangweilt, so im Kopf quasi vergraben, so. Ich habe halt gefragt, so, spielst du überhaupt? Habe ich noch nie gesehen. So, nö, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was das hier ist. Ich so, okay. Habe dann halt das erfahren, was ich euch gerade erzählt habe. Da dachte ich mir so, okay, gut. Ist halt doof. Sie wollten mir eigentlich direkt sagen, dass ich gewonnen habe. Ich so, nee. So einfach lasse ich mich hier nicht abfertigen. Lass doch einfach mal eine Runde spielen. Ich versuche dir das zu erklären und vielleicht wirst du daran Spaß haben, Spaß finden, sodass dir halt der Abend auch nicht langweilig sein wird, weil du musst ja wahrscheinlich auf deinen Freund warten, bevor du wegfährst. Dann haben wir halt gespielt. Wir haben die erste Runde angefangen. Ich habe ihr ein bisschen erklärt, wie das funktioniert mit den Normal Summons, dass man immer ein Monster ausspielen kann, setzen kann, dass man eine Karte zieht, dass es diese Phasen gibt, durch die man durchwechselt und dass es Zauber- und Fallenkarten gibt. Das habe ich ihr erklärt und sie hatte halt das Glück, dass sie bei ihren Karten, die sie gezogen hatte, diesen 1-2-4er hatte von den Elementsäbel, die man halt spezial beschwören kann, indem man zwei abwirft, was halt für sie die Beschwörung sehr, sehr einfach macht. Ich hatte halt nicht sowas, ich hatte glaube ich zwei Tribute Summons oder so und eine Pendle Scale, die ich hätte mal legen können, damit ich sowas machen kann. Ich hatte halt nicht wirklich ein Out dagegen und sie hat dann halt einfach beide Games gewonnen, obwohl sie die Yugi gespielt hat und halt auch keine Erfahrung hatte. Und sie kam dann halt, glaube ich, nach der ersten oder nach der zweiten Runde nochmal zu mir, hat sich sehr bedankt dafür. Dass ich ihr das halt beigebracht habe, dass ich halt mir so viel Zeit genommen habe, ihr das zu zeigen. Und für mich war das halt eine sehr, sehr schöne Geste, finde ich. Das ist halt sehr, sehr cool, wenn man halt jemanden abholen kann, der halt überhaupt keine Ahnung hat mit diesem Spiel, auch vielleicht eigentlich erstmal mit so einer Einstellung hinkommt, ich habe gar kein Interesse, mich mit diesem Spiel auseinanderzusetzen, der dann hinzukommen, sich dann zu bedanken für den, der ihr das dann halt gezeigt hat. Und ich bin dann halt nachher, ich glaube, ich habe Runde 3 und 4 so mal rübergeschaut, wie sie gespielt hat. Und sie wurde halt immer besser. Gegen Ende hat sie halt auch dann Link-Summons verstanden und Extra-Deck-Summons. Ich glaube, in der letzten Runde hat sie gegen Kollegen von uns gespielt. Da hatte sie dann ein Feld voller 5 Monster, 2 Pendle-Scales, irgendwie 3 Backrow und irgendwie noch ein paar Handkarten in der Hand. Also sie hat wirklich, ihr Abend war, glaube ich, nicht so geplant, wie sie dachte, dass der endet. Im Sinne von, sie hatte gar keinen Bock drauf, dachte, wird da auch keinen Spaß haben. Und hatte, glaube ich, einen schönen Abend für sich mal da gefunden. Das war halt meine erste Runde, die habe ich verloren. Aber dafür halt, ich habe zwar die Runde verloren, bin aber um eine Erfahrung reicher geworden, die quasi diese Niederlage super aufwiegt.
Dann zweite Runde. Ich glaube, ihr Freund hat sogar den zweiten Platz gemacht und also auch die Matte mitgenommen. Also hat sich auf jeden Fall für beide gelohnt. Dann zweite Runde habe ich gespielt. Habe ich, glaube ich, gewonnen. Genau, dritte Runde habe ich auch gewonnen. Und dann vierte Runde hatte der Gegner halt wieder Döner und alles. Und diese Tinnwinkel habe ich eh keine Haus. Bla. Habe halt dann verloren. Bin dann halt 2-2 gegangen. Von 43 Spielern bin ich dann 21. geworden. Es wurden, glaube ich, 5 Mann oder 4 Matten verlost, irgendwie so. Und es wurde halt einmal 19 und einmal 23 ausgewürfelt, die so, komm schon, ich bin genau in der Mitte, ich hätte die schon gerne gehabt. Okay, Pech gehabt. Dann halt ab nach Hause, pennen gehen, ich glaube, vorhin war ich im Bett, irgendwie kurz nach 4 oder so. Na, ja, kurz nach 4, halb 5 so. Musste halt noch das Video hochladen für das Sneak Peek Opening. Und dann ging es halt los, am nächsten Tag bin ich nach Itzehoe gefahren, bin gerade noch so rechtzeitig da angekommen. Wir hatten dort diesmal eine etwas vollere Bude wieder. Wir hatten 21 Spieler insgesamt dort. Daniel war auch mit am Start. Der gute DN-Boy Sören war nicht mit am Start. Der hat sich mal dieses Sneak Peek ausgelassen. Und er hat damals da getroffen. Und da waren halt auch viele andere Leute. Da war auch Trader B zum Beispiel am Start. Und hier, wie heißt der? Gibi Gaming. Also die üblichen Verdächtigen, die man halt auch so gerne mal in Itzehoe sieht. Und ja, dann haben wir halt unsere Packs aufgemacht und meine Puls war wieder richtig Döner. Einfach mal Multifaker plus Triss Banner von den Chopologic. Das war richtig gut. Spieldecktechnisch war das auch nicht wieder so der Burn. Es war gefühlt besser als das letzte Mal, aber es war auch nicht wirklich geil. Ich habe dann erste Runde gespielt. Erste Runde, glaube ich, relativ einfach gewonnen, weil ich auch vor allem diesen ganzen Erfahrungsvorsprung hatte. Dann hatte ich zweite Runde gespielt. Das war, kann ich mich auch nicht erinnern. Ich glaube, war das die Runde oder war das die nächste? Ich weiß nicht. Ich habe halt die ersten drei Runden gewonnen und eine von denen, entweder Runde 2 oder Runde 3, war absolut göttlich. Ich habe eigentlich quasi verloren gehabt, weil ich diesen Tinnwinkel hatte und ich konnte ihn halt nicht direkt angreifen. Ich hatte halt auch dieses Pferd nicht, was direkt angreifen kann. Und er hatte diesen Tinnwinkel die ganze Zeit da rumliegen. Ich so, ich komme da nicht vorbei, ich habe kein Out. Ich habe nur die eine Falle, die halt zurückbouncen kann, indem ich 4 Karten abwerfe, weil die Stufe 4 haben, damit ich einmal direkt angreifen kann. Ich hatte, glaube ich, einmal ein bisschen Damage gegeben, dass er, glaube ich, 6-2, 6-4 hatte. Und ich habe so die ganze Zeit gehofft, in die Hard reinzuziehen, weil er konnte auch selbst nicht viel machen. Ich hatte relativ gutes Board, aber ich kam halt nicht durch das Ding durch. Dann gezogen und habe dann, als ich noch 6 Karten hatte, habe ich das Ding dann gezogen, die Falle, habe die gesetzt, habe ihn wieder an ihm abgegeben, habe so langsam Monster gesettet, die gar nicht so gutes Dead setten, die hätte ja locker umrennen können, so langsam, so dass ich ein bisschen Tributmaterial habe, falls ich irgendwas Cooles ziehe. Und dann war sein Zug, dann war ich wieder dran, habe wieder gezogen, hatte halt nur noch 4 Deckkarten, habe das Ding aktiviert, habe halt 4 Karten abgeworfen, ich habe langsam auch Karten gesammelt, so dass ich halt auch genug Karten habe zum Abwerfen, habe das Ding zurückgebounced, habe dann mein restliches Deck gezogen, ich hatte halt kein Deck mehr danach und guck meine Hand an, ich habe die passende Pendel Scales, ich ziehe die passenden, diesen 2-4er, den ich als Tributbeschwörung beschwören kann, ich ziehe ich glaube, nochmal eine Wiedergeburt oder so. Also ich habe wirklich die perfekte Combo gezogen, dass ich ihn direkt OTK'en konnte, dann mit keinen Deckkarten mehr. Das war richtig awesome. Dann ging es in die vierte Runde gegen Daniel. Ja, erste Runde hat er wieder Move, sich richtig guten Move gegeben. Ich weiß nicht, ob ich den Wurf gewonnen habe oder er. Das war eigentlich das Finale, weil nur noch 3 Leute unbesiegt waren. Das war ich, Daniel und noch ein Kollege. Der hat aber schon parallel zu uns verloren gehabt. Das heißt, hätte ich oder Daniel gewonnen, hätten wir auf jeden Fall quasi die Matte sicher. Eigentlich hätte man ein paar Runden mehr, hätte man noch eine fünfte Runde spielen müssen. Aber eigentlich wäre schon da der Sieger sicher. Auf jeden Fall. Wir ziehen unsere Handkarten, unsere Startkarten. Und dann zieht Daniel eine 6. Karte direkt zum Beginn. Und ich so, Moment. Du hast nicht gerade eine 6. Karte für deine Drawface gezogen. Er so, ich bin dumm. Ich so, ja, ich stimme dem zu. Ich schreibe dir mal ein Warning auf dein Ding rauf und dann packst du die Karte wieder zurück, shuffles dein Deck, weil wir diesen Game State noch reparieren können, weil ich sehe ja die Karte, die hast du immer noch in deiner Hand, die du gerade gezogen hast. Und dann fangen wir die Runde, machen wir dann die Runde dann so weiter. Ja, da hat er sich ein Warning eingehandelt, weil das war halt doof. In der Zoo hat er manchmal so seine Momente, wo er mal auch mal aussetzt. Dann habe ich die erste Runde gewonnen. Relativ langes zähes Game. Dann zweite Runde habe ich ein langes zähes Game auch wieder gegen ihn gehabt, habe das dann aber verloren und kurz vorm Timeout haben wir dann die letzte Runde gespielt und da hat er einfach alles, ich hatte nichts und er hat das Ding dann gewonnen. Dann war er 4-0 und ich war 3-1 und dann gab's halt noch eine Runde. Was aber halt merkwürdig war, weil Daniel eigentlich der Einzige war, der schon unbesiegt war und sonst
gab es halt nichts. Der andere Kollege, der halt dann verloren hatte, musste dann nochmal gegen ihn spielen. Dann hat ihn trotzdem auch noch besiegt, ging dann 5-0 raus, hat sich die Matte gegönnt. Und ich weiß gar nicht, wie es bei mir lief. Habe ich gewonnen die letzte Runde oder habe ich die verloren? Ich glaube, ich habe die verloren. Ich bin 3-2 am Ende gegangen, war dann Sechster von 21 Spielern. Ja, genau, und ich hatte, glaube ich, den besten Tiebreaker, was das anging. Und dann ging es halt zur Auslosung und ich habe dann die Auslosung gemacht über diese App da, die halt immer GB Gaming hat. Bupp, hat der 13. eine bekommen. Und dann habe ich nochmal geklickt und dann hat der 6. eine bekommen. Und ich so, Moment, habe ich nicht die 6? Guck hin, 6. Yes, ich habe die Matte. Woo, yes, ich habe sie ausgelost bekommen. Woo. Das heißt, sowohl ich als auch Daniel haben diesmal mit der Matte beendet. Und haben uns eine Matte sichern können auf dem Event. Also ich muss sagen, das gesamte Wochenende war einfach awesome, was Sneak Peek angeht. Wir haben diese wunderschöne Matte. Ich habe das Covermonster gezogen. Es sieht richtig geil aus. Das erinnert mich sehr stark an die von Primal Origin. Auch wenn wir hier viel mehr Grün haben und nicht dieses Blau. Erinnert mich so an Primal Origin, so vom Artwork. Deutlich besser als die von Extreme Force. Das Wochenende war toll. Der Freitag war toll wegen dieser ersten Runde-Erfahrung. Das ist sowas, was erlebt man sehr, sehr selten in Hobbys, dass man halt irgendwie wirklich mal so etwas Menschliches mal erlebt. Das war cool. Und halt allgemein der Abend war halt von dem Puls war geil. Dann halt der nächste Tag, Puls war mega. Ihr habt die Matte. Was will man mehr? Da muss man nicht meckern. Das war awesome. Sehr, sehr cool. Also, ich habe nicht zu meckern. Das Wochenende war richtig nice. Flames of Destruction. Sneak Peek war halt natürlich doof. Das ist halt wie ein Monster gab, was nicht die Kampfzerstörbar ist. Das ist halt immer schwierig, wenn es keine generischen Zerstörungskarten gibt in dem Set. Für mich halt spielerisch habe ich das Beste gemacht, was ging aus den Decks. Auf jeden Fall von meiner Seite aus, congratulations. Herzlichen Glückwunsch, Daniel, an den Sieg. Und auch an deine Matte hätte ich die jetzt nicht ausgelost bekommen, hätte ich halt dann seine genommen für das Video. Aber das brauchen wir nicht, weil diesmal habe ich sie selbst auch. Guter Schnitt für mich. Ich habe, glaube ich, zwei aus quasi dieser Saison von Sommer bis Sommer. Und Daniel hat sogar drei Sneak Peek Matten aus dieser aktiven Saison, was sehr, sehr cool ist. Und ja, wie liefen eigentlich eure Sneaks? Habt ihr auch gut gezogen? Habt ihr vielleicht teilweise die Matten gewonnen oder ausgelost bekommen? Wie lief es bei euch? Bei mir lief es sehr, sehr gut, wie ihr gehört habt. Ich hoffe, euch hat soweit dieser Turnierbericht gefallen und wir sehen uns dann mit Part 2 quasi des eigentlichen Wochenendes am Donnerstag wieder. Das war's dann hier von mir. Bis dahin. Tschüssi.